Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ich bin Judy von Yusha und wir haben in der letzten Folge herausgefunden, wie Ethans Vater Dale gestorben ist. So langsam habe ich nur wenig Hoffnung, dass von denen irgendeiner überlebt hat. Ich meine, die letzten, die wir jetzt noch finden müssen, sind der Opa und Ethan an sich. Und ich muss echt sagen, ich habe kaum noch Hoffnung für diese Familie, wirklich nicht, nachdem jetzt fast alle tot sind. Von denen wir wissen, dass sie auf jeden Fall tot sind. Egal, laufen wir mal hier hoch. Mal schauen, was wir hier finden, wenn wir überhaupt was finden. Wir wissen jetzt, dass Ethan zurück ins Haus wollte, um betreffendes Zimmer zu verbrennen. Sprich, ich bin hier völlig umsonst oben. Ich wünschte, ich könnte laufen. Sprich, wir müssen wahrscheinlich zurück. Ich glaube, dafür ist der Fahrstuhl da. Ich würde aber trotzdem gerne erstmal auf der anderen Seite des Gebäudes rausgehen. Hier hinten, einfach, weil ich es kann. Ja, hat sich gelohnt. Gut, der Fahrstuhl war da hinten irgendwo. Wo sind wir denn? Da ist eine Treppe. Ah, sind wir doch woanders rausgekommen. Ah, so schön. Ja, wir sind woanders rausgekommen. Vielleicht war der Fahrstuhl dann doch nicht dafür da. Obwohl es eher so aussieht, als kämen wir hier nicht weiter. Na, ist ja hervorragend. Ich würde das als mein großes Talent bezeichnen. Ich meine, niemand ist so gut darin, den falschen Weg zu finden wie ich. Ist zwar nicht der richtige, aber ich finde immer den falschen Weg. Das heißt, wenn man mich vorlaufen lässt, kann man sich sicher sein, ey Leute, folgt der auf gar keinen Fall, das ist hundertprozentig falsch. Das ist auch eine Art der Führung. Ich versuche das wirklich schön zu reden, mein Talent, aber ich finde das schön, dass das hier drin gleich viel leiser ist. Okay, dann fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben zurück. The Vanishing of Ethan Carter ist so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Das ganze Spiel ist eine Schnitzeljagd, gepflastert mit Leichen. Ich finde, das ist eine schöne Beschreibung. Ist eine Schnitzeljagd mit Dämonen und ganz vielen Leichen. 1901, das ist aber schön. Haben wir das auch mal gesehen. So, ich weiß sogar schon, wo wir oben ankommen. Da waren wir nämlich ganz am Anfang des Spiels, wo wir über die Brücke dann reingekommen sind und uns umgesehen hatten. Sind wir nämlich oben, wo wir gleich rauskommen werden, waren wir nämlich auch schon. So fügt sich das Puzzle. Ich meine, das ist jetzt keine tolle Erkenntnis, aber es ist eine. So, da ist auch schon der Weg. Dem folgen wir jetzt. Dann kommen wir da oben raus, auf diesem lustigen Gebilde beim Haus. Das Lustige ist, ich habe immer noch keine Ahnung, welches der Häuser. Ich glaube, das erste war das Haus, wo wir rein müssen. Also direkt am Anfang, das erste Haus, wo wir drin waren. Ich glaube, das ist das Haus, wo wir rein müssen. So, dann fahren wir mal nach oben. Ich kann Stopp drücken, das ist auch schön.
bin immer noch geflasht, wie schön dieses Spiel ist. War ich zu weit? Ah, nee, alles gut, okay. Okay, es wurde gespeichert. Ein weiteres Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oh. Aber hier waren wir schon und da war ja keine Leiche. Vermutlich renne ich jetzt ins falsche Haus. Würde mich auch nicht überraschen. Hier, in das wollte ich zuerst rein. Ist es doch das? Ich gehe jetzt in das raus. Ich glaube, das ist das falsche Haus. Oder? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, welches Haus zu wem gehört. Das ist das falsche Haus. Jetzt bin ich mir fast sicher, das ist das Haus mit den 1000 Türen. Ich gehe trotzdem mal rein. Nee, es ist nicht das Haus mit den 1000 Türen, oder? War das das mit dem Rätsel? Sag doch mal. Hier waren wir schon, das haben wir schon alles gelesen. Haben wir das auch schon gelesen? Alkoholschmuggel, ja, haben wir gelesen. Okay. Das hätte mich auch überrascht, wenn nicht. Ich glaube, wir haben dieses geheime Zimmer immer noch nicht gefunden, das, welches Ethan freigelegt hat. Ich finde es trotzdem unglaublich. Wir wissen, der letzte Mord war ja Selbstmord. Und im Grunde hat er das ja nur getan, da komme ich hier runter, ich könnte mir ja die Beine brechen, die nicht existierenden. Im Grunde hat Dale sich ja nur umgebracht, weil er nicht gegen Travis kämpfen wollte und auch Ethan nichts tun wollte. Das hat ja nichts mit Feige sein zu tun. Ich meine, ne, er war besessen, er wusste, sie sind krank. Er wusste, wenn er jetzt weitergeht, würde er auch die Kontrolle verlieren. Und so hat das eben. Hat er eben das getan, was er in seiner Verzweiflung am sinnvollsten hielt. Für am sinnvollsten hielt. Deutsch ist schon schwer. Deswegen, ja, ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich richtig bin. Also ich weiß, ich musste wieder hoch, ich weiß, ich musste wieder zu diesem einen betreffenden Haus. Ich habe halt nur nie herausgefunden, welches Haus jetzt das ist. Auch nicht rein. Er wollte dieses Zimmer verbrennen, aber hier hat ja nichts gebrannt, also hat das scheinbar nicht hinbekommen, das Zimmer zu verbrennen. Hier war doch das mit dem Foto. Da haben wir sie nochmal alle vereint. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. War da noch ein anderes Haus? Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier
Hier waren wir ja überall schon und hier war ja nichts. Oder renne ich wieder in meinem Talent überall vorbei? Trotzdem, die Zimmer kennen wir alle in- und auswendig. Ich meine, wie lange mussten wir das Rätsel machen? 2 Folgen lang. So, 40 Minuten. Wie ich dieses Let's Play auch in die Länge gezogen hat mit meiner Dummheit. Yay. Hier waren wir, glaube ich. Okay, ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich hin muss. Wenn ich jetzt weiterlaufe, komme ich wieder zur Kirche. Ich weiß nicht, wo dieses Zimmer sein soll. Dieses geheime Geheimzimmer. Ich habe echt keine Ahnung. Ich dachte, weil da ein Foto drin liegt, das ist das Haus von... von den Katers ist und das da hinten das Haus von dem. Wie heißen die Wender? Butz? Nee, Butz ist falsch. Ihr wisst, wen ich meine. Die andere Familie halt. Da, wo rein ist. Das war ja ein verlassenes Haus von vornherein. Aber hier sind ja alle Häuser verlassen. Wo bitte haben die Leute gelebt? Die Leichen sind ja alle frisch, also müssen die ja noch bis vor kurzem gelebt haben. In der Zeit kann auch so ein Haus nicht so mega verfallen. Da ist ein Schiff an der Tür, das ist auch kein Hinweis. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Hier waren wir auch schon mal drauf. Das ist echt gar nicht so einfach. Oder hätten wir unten bleiben sollen? Schwer zu sagen. Ich habe bis jetzt in dieser ganzen Folge nichts weiteres geschafft, als im Kreis durch die Gegend zu laufen. Das ist hervorragend. Dann suche ich jetzt weiter. Ich melde mich zurück, wenn ich was gefunden habe. So, wir sind jetzt wieder unten. Ich habe oben nichts weiter Interessantes gefunden, darum gucken wir uns ja jetzt unten weiter um. Ich muss hier irgendetwas übersehen haben. Und da wir in dem anderen Haus ja nur in diesen einen Raum kommen, sehen wir uns jetzt erstmal in der Halle nochmal um. Ich habe irgendwas übersehen. Ich muss irgendwas übersehen haben, weil ich komme da oben nicht weiter. Kann ja auch sein, dass das ein Haus ist, das wir noch gar nicht gefunden haben. Würde jedenfalls Sinn ergeben, weil wir quasi überall waren. Und da nichts Neues war. Da leuchtet was. Drehen. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Das ist total auffällig. Die weiße Schrift ist total auffällig. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Na gut, weil das nur dieser eine ist und wir wahrscheinlich nicht so weit gelaufen sind.
Hey, ich bin mir sicher, ich habe was übersehen. Nein, hast du nicht, hast du nicht. Total auffällig. Ich habe jetzt irgendwas ausgemacht. Oh, es ist so schön leise hier jetzt drin. Was habe ich ausgemacht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich getan habe und was es mir jetzt bringt. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum wir hier langlaufen können und da aber nichts ist. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich dachte, vielleicht ist das Wasser jetzt ruhiger und du kannst da hinten rüberlaufen, aber können wir ja trotzdem nicht. Und es muss einen Grund haben, warum wir hier hin können. Denke ich. Es ist jetzt vielleicht weniger Wasser. Können wir jetzt vielleicht durch den Fluss laufen oder so? Aber wir können da jetzt rüber. Nein, können wir nicht. Aber es muss doch einen Grund haben. Warum kann ich hier hin? Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ich will wissen, wo ich verdammt nochmal hin muss. Kann ich da rüber? Ich will da rüber. Ich weiß nicht warum, aber ich will da rüber. Da ist ein Weg. Nee, ist kein Weg. Sieht nur so aus. Wieso kann man da denn hin, wenn man hier nicht weiterkommt? Kann ich hier hochlaufen? Nein. Ich habe immer noch nicht die leiseste Ahnung, wo ich hin muss. Kann ich jetzt hier hochlaufen? Ach, krass. Das war's aber auch. Weiter komme ich nicht. Das ist ja hervorragend. Nein. Wo muss ich hin? Wir sehen uns weiter um. Irgendwo hier muss es weitergehen. Ich dachte, hey, wenn du dich jetzt weiter umguckst, hast du die Erleuchtung. Du hast bestimmt irgendwas übersehen. Ich habe was übersehen, aber ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Es ist zwar super, dass ich da jetzt irgendwas gedreht habe, aber es hat sich nichts verändert, außer dass es hier drinnen jetzt leise ist. Und die anderen können wir nicht drehen, da haben wir ja geguckt. Es muss auch irgendeinen Grund haben, warum wir hier wieder rauslaufen konnten. Können wir da irgendwie rüber? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da war ja nichts. Hier ist überall nichts. Aber oben geht's nicht weiter. Da kam ich wieder zum Hexenzelt und das war's. Alles andere haben wir schon gesehen. Und in den Häusern war ja auch nichts. Komme ich da über die Treppe? Habe ich vielleicht tatsächlich das Wasser weniger gemacht und kann jetzt über die Treppe laufen? Das sieht so aus. Es sieht so aus, als könnte man da unten jetzt Stein sehen. Seht mal. Ha, ich wusste, das muss einen Grund haben. Irgendeinen dämlichen Grund. Ist aber immer noch schön. Da hinten kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Okay, also geht's doch hier weiter. Dann waren wir im betreffenden Haus noch nicht drin. Dann folgen wir jetzt dem Pfad. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge. Tut mir echt leid nochmal, dass wir diese Folge quasi nur durch die Gegend gelaufen sind und nichts gefunden haben.
Okay, bis dahin. Tschüss.